Mein Lieblingssatz von ihr ist genauso wie bei dir: Geld ist das Einfachste. Ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Teil, nämlich Nummer 6 unserer Serie. Wir testen die besten Money-Manifestationsmethoden. Und diesmal natürlich wieder dabei die einzigartige, unvergleichbare Susanna Belloni. Grüß dich, Susanna. Ja, servus Martin. So bohrisch heißt. Heute ein bisschen traditionell, genau. Darf mal Ja. sein. Was haben wir denn heute wieder mit dabei und zu berichten? Ich habe gehört, es geht um die Louise Hay, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also du solltest das jetzt 7 Tage lang jeden Tag gemacht haben. Nee, hast du ja. Ich habe dich ja kontrolliert. Also wir haben 7 Tage lang 3 Techniken von Louise Hay getestet. Und bekannt ist Louise Hay durch Affirmationen. Das heißt, wir haben uns selbst Affirmationen ausgesucht. Meine war: Ich bin bereit und offen für meinen Wohlstand und mein großes Glück. Ja, zusätzlich dazu haben wir auch Körperübungen gemacht, und zwar die des Erhaltens aus dem Universum. Warte mal, ich muss mal das in die Kamera tun. So, ne? Also als ob das Universum oder die Welt oder Gott oder was auch immer, wie man es nennen möchte, mir etwas zuwirft und ich empfangsbereit meine Arme öffne und es auffange. Ja, und die dritte Technik ist eine Spiegeltechnik, nämlich dass man sich in den Spiegel sieht und mit sich selbst spricht und etwas Nettes zu sich sagt. Das wirkt natürlich auf den ersten Blick so, als ob es überhaupt nichts mit Geld zu tun hat. Aber eigentlich geht es darum, sich selbst so zu sehen, als ob man Geld verdient hat. Also ich muss mir ja auch zugestehen, dass ich ein ganz, ganz ordentlicher Mensch bin und des Geldes auch würdig bin. Ja, so ungefähr. Martin, wie hast du das denn gemacht? Ja, das sehe ich so in der gleichen Art und Weise, wie du es gerade gesagt hast. Ich fand das ganz interessant. Ich habe mich auch mit Louise Hay ein bisschen noch drumherum beschäftigt und festgestellt, dass sie doch sehr teilweise provokant wirkt durch ihre Fragestellungen. Und da wurde mir immer wieder bewusst, dass da immer noch ein paar Sachen sitzen in mir drin, die noch nicht so ganz stimmig sind mit meinem Reichtumsgedanken an sich. Und besonders, wenn man dann, wie du sagst, diese Affirmationen macht und die sagt: Geld ist eigentlich überall da, ich lebe im Fluss, alles ist schön und gut, so wie es ist eigentlich schon. Also ich vereinfache das Ganze jetzt mal. Und da kommen dann immer wieder mal so ein paar Sachen hoch bei mir, so, ah, okay, da sitzt noch was, das passt noch nicht ganz so. Wo ist es denn, wo ist das Problem? Und dadurch, dass du dich diese Affirmationen wieder stellt und aufschreibt und sagt, so, dadurch trainiere ich zumindest mir wieder das Ganze aus oder setze ich den Fokus aufs Positive. Und das fand ich sehr interessant bei ihr. Besonders wenn es darum geht, Geld ist leicht zu manifestieren, dann sagt man sich doch manchmal wieder, ah, da kommt dann wieder der Zweifler hoch, der Denker, sagt, nee, so einfach geht das nicht. Das musst du hart arbeiten dafür, also was halt uns alles so sitzt noch und bei uns beigebracht wurde. Und wenn man dann speziell mit diesen älteren Generationen auch noch in Kontakt ist, du bist ja auch in der Nähe von deiner Mutter, ich bin in der Nähe von meinen Eltern und dann. Die haben sich da, denke ich, noch viel mehr in sich drin. Dann kommt man damit, da wird man damit konfrontiert und sagt sich dann, ey, aber eigentlich ist es gar nicht so, es geht auch anders. Oder? Wie Ja, siehst du also das? mir ging es ähnlich. Das ging ziemlich tief, das Ganze. Also auch diese Körperübung: Ich bin offen und bereit. Ich habe das gern gemacht im Hundepark. Ja, da sind oft wenig Leute mittags. Und das geht natürlich im Freien, Sonne, Licht und so weiter, geht das irgendwie besser oder man hat ein gutes Gefühl. Aber wenn ich es herinnen gemacht habe in der Wohnung, da habe ich gemerkt, wie viele Widerstände in mir noch sind. Wie, als ob ich Angst davor hätte, reich zu werden, so auf die Art. Ja? So, wer weiß, ob dir das gut tut und ob das gut geht und alle damit einverstanden sind. Und da habe ich doch noch, also ziemlich viel in mich gehen müssen und war sehr, sehr überrascht, was das mit mir gemacht hat. Ja? Also das ging auf jeden Fall tief. Und bei der Spiegeltechnik, die fand ich super. Ich habe sie nur ständig vergessen anzuwenden. Ja, also ich habe mir das fest vorgenommen, weiterzumachen.
Aber es war tatsächlich so, dass ich mich permanent daran erinnern musste. Also, ja, da war ich vielleicht nicht so fleißig. Ich weiß nicht, hast du das gut hingekriegt oder wie ist dir damit gegangen? Die Spiegeltechnik an sich benutze ich eigentlich schon lange, deswegen habe ich die jetzt Ah, auch gar nicht okay. so herangezogen, auch wenn wir jetzt nachher über die Ergebnisse sprechen, weil es für mich schon so wirklich in meiner Routine liegt, dass ich mir morgens, wenn ich ins Bad gehe, schaue ich mir in die Augen und sage mir wohltuende Dinge zu mir selbst. Zum Beispiel, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Zum Beispiel, das ist so mein Standardsatz. Nicht unbedingt geldbezogen, aber trotzdem, das gehört schon damit dazu. Ich fand es nur interessant mit dieser Öffnung, wo man sich dann die Arme so ausstreckt und sich so öffnet für den Geldfluss oder für die Fülle, dass da dann wieder ein super Gefühl aufkam. Also ich weiß, wenn man das Ja. bewusst macht, das ist dann so wie so eine Antenne. Ich sehe mich dann immer so wie als Antenne, so empfangsbereit, dass dann alle möglichen Energien zu mir fließen und mich reinigen und mich bestärken und mich reicher machen letztlich. Hast du das auch so gefühlt, so mit dem? Ja, habe ich absolut. Wie gesagt, bei mir war es allerdings so, wenn ich das Erinnern gemacht habe, habe ich mehr gemerkt, wie ich verspannt bin bei der ganzen Sache, wie ich nicht locker sein kann. Also für mich ist das eine Technik oder sind das Techniken, die man wirklich länger als wir, nur 7 Tage anwenden sollte, weil man eine Zeit braucht, um gewisse Dinge aufzulockern oder auseinanderzudröseln, da eben an sich ein bisschen zu arbeiten. Also ich liebe das. Vor allem die Spiegeltechnik, aber Spiegeltechnik haben wir ja wieder vor. Jetzt mache ich schon einen kleinen Sneak Peek. Nein. Ich fand es großartig mit den Affirmationen. Ja, weiß ich nicht. So einfach irgendwelche Affirmationen zu nehmen, ist wirklich nicht so einfach. Ich habe mir dann auch von Louise Hay angehört, 101 Kraftgedanken und habe mir da welche rausgepickt. Aber das, ja, braucht auch ein bisschen Zeit, da die richtigen Affirmationen zu finden, die einem stark machen. Aber mein Lieblingssatz von ihr ist genauso wie bei dir: Geld ist das Einfachste. Also vor allem, wenn sie selbst das so sagt: Ach, Geld ist das Einfachste. Das finde ich so klasse, ja. Das hat gegeben, ja. Ja, aber das ist die perfekte Einleitung in dem, zu dem, was ich noch sagen wollte. Wenn du sagst, das ist für mich so loslassen, das Ausatmen, Ja. geht in die Richtung mit dem Geld ausgeben auch. Es sollte genauso mit Freude getan werden, wie das Geld bekommen. Und wenn das eine nicht mit dem anderen übereinstimmt, wenn das nicht im Einklang ist, finde ich, von den Energien her, von seinen Gefühlen her, dann passiert auch nichts auf der, sagen wir mal, auf der Empfangsseite. Ich darf wirklich auch absenden, weggeben, genauso mit Spaß und Freude und Leichtigkeit, wie ich es bekomme. Und dann finde ich, dann kommt es auch wieder entsprechend mehr zu mir zurück. Das habe ich festgestellt. Speziell, was auch die Louise Hay sagt, die Einstellung zu den Rechnungen sollte wirklich positiv sein, wenn man damit irgendwie sich verbindet und sagt, ich gebe das aus, weil derjenige, der mir dafür seine Leistungen oder sein Produkt gibt, der vertraut mir und der glaubt an mich, dass ich ihm das Geld irgendwann zurückzahle. Dann gehe ich da mit einer ganz anderen Einstellung an. Dann glaubt derjenige fast eigentlich mehr an mich als ich selbst an mich. Und das finde ich genial, wenn man da diesen Switch macht und sagt, Rechnungen sind eigentlich auch nichts anderes als, wie sagt sie das, als Einzahlung, als mentale Einzahlung in meinen zukünftigen Reichtum. Und das finde ich klasse, weil das ändert alles. Also ich habe das zwar nicht wieder, ich habe das nicht jetzt direkt in den letzten 7 Tagen zurückbekommen, was ich ausgegeben habe, aber ich habe Entgegenkommen bekommen, ich habe Einladungen von Menschen bekommen, die ich eigentlich gar nicht mehr auf der Rechnung hatte Ja. und das war wirklich eine super Erkenntnis. Da hast Also du es auch. mir ist es auch so gegangen, manifestiert habe ich weder Ausgaben noch Einnahmen, lustigerweise, aber Ideen und vor allem tolle Begegnungen, wunderschöne Momente, wo ich gemerkt habe, ich komme wieder mehr in mein Herz. Ja, ich komme wieder mehr in dieses freudige Erleben, raus aus dem verkrampften Ich muss, was bei mir nicht stark ausgeprägt ist, aber wenn es mal kommt, dann leide ich sehr, ja, leide ich mehr als jeder andere. Also es war eine Woche voller wundersamer Begegnungen und Ereignisse und Ideen vor allem. Also ja, geht Gelegenheiten, also ich darf am Montag ein Radiointerview geben, brauche nichts zahlen dafür, kann da toll Werbung machen. Lauter solche Sachen haben sich aufgetan, die zum Beispiel kostenlos sind. Also ich habe mir Geld gespart, aber sie geben mir wieder neue Möglichkeiten.
obwohl wir weder mit Affirmationen oder mit den anderen Techniken in die Richtung gegangen sind, hat es emotional etwas aufgebrochen. Das habe ich gemerkt. Also etwas wirklich an die Nieren gegangen, in die Tiefe. Und ich glaube, das ist eine Prozessarbeit. Das heißt, man muss da ein bisschen länger dranbleiben. Und ich glaube, ich werde das auch jetzt beibehalten, wenn wir nächste Woche dann wieder etwas anderes machen. Ach so, Susanna, ich hätte noch ein paar Tipps mitzugeben hier zu diesen Methoden von Louise Hay. Und zwar zum Ersten, diese Spiegeltechnik, die kann man auch wunderbar verstärken, indem man sich ein Auge zuhält und 10-mal den Satz oder was man immer sich vorsagt, zuerst mit einem Auge sagt und dann mit dem anderen. Ich weiß nicht genau, was das für einen Effekt hat, aber der soll auf jeden Fall besser sein, als wenn man sich mit beiden Augen gleichzeitig macht. Dann zum Thema Affirmationen gibt es ja auch, du hast ja schon das auch erwähnt in deinem Beschreibungsvideo, übrigens unbedingt anschauen, der Link ist sicherlich in der Beschreibung hier von diesem Video. Zu den Ask-Formations gibt es auch die Affirmations. Und die Affirmations, das heißt einfach, dass man ein Warum vor diese Affirmation stellt und das Ganze damit mehr in sein Unterbewusstsein bekommt. Das heißt zum Beispiel, warum bin ich reich? Nicht als Frage zu stellen, sondern einfach nur, warum bin ich reich? Das war mein zweiter Tipp. Und der dritte Tipp, den hat Louise Hay auch genannt, ist, wenn ich diese Fülle spüren will, dann gibt es diesen, diesen Trick, in dem man sich vorstellt, am Strand zu stehen und man hat den Ozean vor sich und der Ozean stellt diese unbegrenzte, grenzenlose Fülle dar. Und dann geht es halt darum, wenn ich das Wasser als zum Beispiel Geldenergie sehe, wie hole ich sie zu mir? Nehme ich sie zu mir, indem ich mit einem Teelöffel hingehe oder mit einem Eimer? Vielleicht machen sich dann die Kinder, die am Strand spielen, lustig über dich, weil du sagst, der nimmt sich das Wasser mit einem Teelöffel nach Hause. Oder ich habe es mir so vorgestellt, erstens brauche ich den Ozean gar nicht direkt vor mir sehen, sondern das Geräusch zu hören reicht mir. Und ich stelle mir dann vor, dass ich mir eine Pipeline gelegt habe, die direkt das Wasser abpumpt aus dem Meer zu mir nach Hause. Ja, ich würde mir am liebsten gleich einen Kanal bauen oder so einen Graben, ja, direkt zu meinem Haus hin vom Meer. Das wäre es doch. Hein? Also dream bigger, sage ich immer. Ja, und über den Kanal kannst du auch jederzeit mit dem Boot hinfahren und wieder mehr holen, mehr graben, schaufeln. Das geht lieber. Ja, ein bisschen Boot fahren am Geld. Wäre doch witzig. Sich treiben lassen. Darum geht's. Hallo, ich bin gerade am Vorbereiten von einem tollen Vortrag in der Wiener Hofburg zum Thema Neville Goddard, ein ganz toller Lehrer und Metaphysiker. Und deswegen werden wir die nächsten 7 Tage die 4-Minuten-Technik von Neville Goddard testen. Aber wir werden sie noch kombinieren mit einer Technik von Joseph Murphy. Die beiden waren nämlich Mitschüler beim gleichen mystischen Lehrer und haben auch miteinander recht viel Projekte bzw. Vorträge und ich glaube sogar ein Buch miteinander erarbeitet. Und ja, da haben wir uns gedacht, die zwei kann man doch gleich kombinieren. Ja. Und da bin ich schon sehr gespannt, dass es geht wieder weiter mit einer Spiegeltechnik, allerdings etwas anderes als Louise Hay. Mehr dazu nächste Woche, man darf gespannt sein. Genau. Und wenn dich das interessiert, wenn du dranbleiben willst, dann setz gerne ein Like unter dieses Video oder abonniere auch gerne unsere respektiven Kanäle. Das wird uns sehr freuen. Und erzähl uns gern deine Erfahrungen mit Louise Hay und den Techniken, die wir jetzt beschrieben haben. Oder vielleicht weißt du noch eine tolle andere. Wir freuen uns auf dich und es geht spannend weiter. Also dranbleiben. Dankeschön, Susanna. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Danke, Martin. Ciao. Danke. Servus.